Hallo alle miteinander, jetzt wieder GBFAK, der Allmeister mit dem Let's Play von Young Merlin für den Super Nintendo. Und beim letzten Mal waren wir kurz davor, in die Untiefen der Minen zu springen. Also dort, wo Gandalf mit dem Balrog tief hinabgefallen ist, sozusagen. Und ja, werden in dieser Tiefe auch finstere, unaussprechliche Schatten und Schrecken hausen und auf uns warten. Wir werden es rausfinden, denn wir begeben uns jetzt ins Wasser. Merlin ist zwar kein guter Schwimmer, allerdings hat er Sauerstoffblasen. 3 Stück, die allerdings schnell weggehen. Und falls sie leer sind, stirbt er. Ich kann das einmal demonstrieren, weil wir werden sofort wieder am Anfang landen. Und zurück kommt man übrigens mit dem Luftballon. So. Ich kann mal pausieren. Mit dem Luftballon kommt man quasi durch diese... Dort, wo diese Lichtkegel sind, kommt man dann wieder nach oben an die nächste Oberfläche zurück. Genau. So, aber um seinen Sauerstoff wieder aufzufüllen, muss man diese Höhlen aufsuchen, in denen sich dann Meerjungfrauen befinden, die Merlin Sauerstoff spenden auf eine, ja, nette Art und Weise, durch einen Kuss eigentlich. Mund-zu-Mund-Beatmung, sagen wir es mal so. Ja, genau. Aber es hört sich sehr nach einem Kuss an, so, der Soundeffekt. So, das kann man beliebig oft machen. Die haben kein Problem damit, Merlin den ganzen Tag zu küssen. Und er hat, glaube ich, auch kein Problem damit, geküsst zu werden. Allerdings sind nicht alle Höhlen, die man hier unten findet, nett mit Meerjungfrauen gefüllt, sondern einige auch mit Piranhas, die man dann nur schwer wieder los wird und auch töten muss, weil die verfolgen einen über die ganze Karte, ja. So, das Ganze ist wie ein Labyrinth aufgebaut. Wir suchen ja eigentlich hier den Fisch. Allerdings haben wir jetzt noch nicht die Möglichkeit, diesen Fisch so zu bekommen, denn uns fehlt tatsächlich erstmal ein Gegenstand, den wir allerdings bekommen werden, wenn wir einem bestimmten Pfad folgen. Ich finde die Grafik sehr schön, es ist so ein Overlay mit so Wasser. Und wir müssen einem bestimmten Pfad folgen. Diese Anemonen sind übrigens, auch wenn sie verschiedenfarbig sind, beide unbesiegbar. Aber das bringt gar nichts. Die, das ist falsch. Ja, die mit Sternen abzuwerfen. Und auch dieser Hai, Hammerhai, Hammerkopfhai ist das übrig, der tatsächlich einen Hammer als Schnauze hat. Und Hund und Fischkatze, die einen aus der Balance bringen können und dann auch Zeit kosten. Zeit ist hier ziemlich wichtig, zumindest an dieser Stelle noch, weil Merlin hat nicht lange Atem. So, aber diese beiden, dieser Hammerhaifisch und diese beiden, Hund- und Katzfisch, können einen empfindlich aufhalten. Wie gesagt, den Anemonen ausweichen auf jeden Fall. Und da ist dann ein Piranha. Und das ist nicht so gut. Ich glaube, ich werde ersticken, bevor wir... Ja, okay, den haben wir noch getötet, aber links, ja. Ja, wieder von vorne anfangen. Das ist das Problem an diesem Level. Es gibt hier nur eine bestimmte Reihenfolge, die man wirklich einhalten kann, weil sonst funktioniert das nicht. Also, es gibt einfach keine Alternativen zu diesem Pfad eigentlich. Es ist aber grob gesagt, Orientierung, man muss nach oben links. Man startet unten rechts und man muss nach oben links. So, so kann man es sagen. Und, ja. Jetzt haben wir Piranha mal gesehen. Nicht, dass ich den häufiger sehen möchte, aber... Tja... Hm, schöne Korallenlandschaft hier. So. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's nochmal interessant. Ja. Ich wähle schon mal den Ballon aus. Und hier ist dann der Ausgang. Und wir schweben als dicker Merlin nach oben. Und befinden uns jetzt in einer Subhöhle, einer Unterhöhle. Drüben scheint irgendwie so ein komischer Wegweiser zu sein, der irgendwie in der Mitte zeigt. Es ist tatsächlich ein Rückzugsteleporter, der allerdings auch nur an einer Stelle im Spiel, nämlich durch das Tor, da überhaupt relevant ist. Allerdings, ja gut, aber, ja. Das ist für uns jetzt noch nicht interessant, für uns ist eher dieses Juwel da interessant. Das wir uns gleich mitnehmen und natürlich dann wieder in, ja, wo war das jetzt hier? Glücksbrunnen der Herrin vom See umwandeln lassen müssen in einen Zauberspruch oder in einen Gegenstand. Ja. Auch wieder sehr schön animiertes Wasser. Ich kann die Jungs von Westwood wieder mal nur loben. Auch wenn die Musik ein bisschen trollig klingt.
es sieht doch angenehm und... Ach, man könnte hier sitzen bleiben. Einfach entspannen, sich eine Pfeife anstecken, sozusagen wie Gandalf. Beine hier baumeln lassen und ja... Den Plätschern zuhören. Man hört zwar hier nicht, aber egal. So, das sieht aus wie so eine Trollstatue und das ist für mich so eine typisch britische Geschichte. Wie machen sie immer so tolle Grafiken, wie ich finde. Zumindest war das damals so. Heute ist das natürlich alles anders, aber das war halt... Erinnert mich an Simon the Sorcerer, dieser Troll hier. Das ganze Spiel erinnert mich daran. Waren die vielleicht beteiligt, die Jungs von Adventure Soft, die Simon the Sorcerer gemacht haben, an Westwood? Gab es da irgendwie ähnliche Leute, die beteiligt waren? So, jetzt müssen wir wieder raus. Ist natürlich nicht so leicht. Immer so wenig leicht, wie es vorher war. Allerdings... Oh, ja, und da haben... Ja. Also die fügen keinen Schaden zu, Katze und Hundfisch, sondern sind vielmehr einfach nur nervig. Und es ist auch ziemlich schwer, den auszuweichen, weil, wie man sieht, die kommen ziemlich schnell angeschossen. Auch der Haifisch. Man hat eigentlich nur wenig Zeit, den auszuweichen. Und ich weiß nie, wo sie sich gerade befinden. Wie lass mich in Ruhe. Sie tauchen am bestimmten... Autsch. Seht ihr? Hier, diese Gegend ist besonders gefährdet. So, hier war noch eine... Ja, gut. Und... Dann sind wir auch schon wieder am Ausgang. Sehr gut. Und so werden wir natürlich wieder oben links dann gestartet. Also man muss es nicht ganz von vorne machen, aber... Ja, das ist eine der nervigeren Passagen. So, und hochgeschwebt. Denn wir brauchen diesen blauen Kristall, oder müssen ihn jetzt einsetzen, weil sonst kommen wir nicht zu dem Goldfisch, den Casolari haben möchte. Und jetzt werden wir uns tatsächlich den 4 durchgeknallten Zwergen stellen, weil es schnell, am schnellsten geht. Und wir sind fast tot. Oh ne, ja, das blinkt aber schon sehr verdächtig. Das ist sehr merkwürdig, warum blinkt das jetzt schon? Achso, wir sind wahrscheinlich prozentual, aber mit einem bestimmten Prozentualwert, unter dem unsere Lebensenergie fällt, dann fängt das an zu blinken. Kennen wir aus vielen Spielen, unter anderem Metroid. Da fängt es an zu piepen. Jetzt alles ein bisschen hektischer. Wir können uns jetzt volle Lebensenergie zurückbesorgen, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Weil man startet ja sowieso mit Hälfte Lebensenergie wieder vorne und das reicht in der Regel aus. Ich sag's ganz ehrlich. Ja. Man kann sich die Mühe machen. So, rein da. Muss es aber nicht. So, jetzt haben wir schon 5 Steine reingeworfen. Derweil. Dort, wo wir gerade eben waren. Anscheinend ist das eine Zwergenhöhle dort. Wer hätte es gedacht? So kommen sie wahrscheinlich in die Mine. Wundert mich nur, dass sie durchs Wasser kommen. Und einer hat sich dahingestellt, wo wir gerade waren. Das heißt, da ist ein Feind. Und wir haben eine Blase gefunden. Diese Blase bewirkt genau das, was ihr vielleicht jetzt denkt. Sie gibt uns zusätzlichen Sauerstoff unter Wasser. Das heißt, wir können uns freier unter Wasser bewegen oder sind nicht mehr so anfällig. Für, ja, Hammer, Kopf, Haie oder Hund und Fischkatze, wobei die nehmen uns eigentlich nur Zeit weg. Die nerven einfach nur. Ganz stumpf, sie nerven. Aber es gibt tatsächlich noch ein bisschen mehr als nur hier einen Goldfisch hier unter Wasser. So, wir sind tot und kriegen jetzt wieder wenigstens 5 Lebensherzen. Das ist mehr, als wir vorher hatten. Wir müssen leider diesen... Oder müssen nicht, aber es bietet sich an, diesen Weg zu gehen. Aua, aua, aua. Wow, 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 wow. Und Äxte werfen sie auch noch. Meine Güte, die sind aber aggressiv heute. Besser an denen vorbeilaufen. Na, so. Wir wählen die Seifenblasen aus. Denn Merlin verwendet sie nicht automatisch, sondern man muss das aktivieren, so dass wir jetzt eine Blase um unseren Kopf haben. Und jetzt, 6 Stück maximal haben. So, als erstes werden wir uns aber die Herzteile besorgen, die es hier gibt.
Einer ist oben rechts in der Ecke. Da gehen wir als erstes hin. Sofern uns keine Anemonen oder sonstigen tödlichen Kreaturen hier... Oh, da ist ja der Hai. Hat's knapp verpasst. Der lustige Geselle. Ja, das ist ein Piranha. Ich hab's gedacht, ich wollte es aber testen. Zum Glück können wir den recht schnell wegschießen. Hier war noch eine Meerjungfrau, ja. Gut. Und die füllen uns tatsächlich nicht ganz auf. Ich glaube, sie füllen so drei Blasen auf. Das heißt, wenn man knapp vom Ertrinken ist, muss man quasi zweimal zu denen hingehen. Man muss sich sozusagen zweimal küssen lassen. Es ist sehr, sehr schwierig alles, aber dieses Opfer muss man auf sich nehmen. So, und hier ist eine lange Passage, wo man wirklich jede Luftblase braucht. Und da ist ein Headstall. Sehr gut. Haben wir das erste von zweien hier. Und... Autsch. Autsch, meine Güte. So, wir sind tot. Allerdings, wie man sieht, behalten wir das Herzteil wieder. Behalten wir das Herzteil. Anders als bei Gegenständen, wenn wir den Fisch jetzt verloren hätten, oder wenn wir jetzt gestorben wären mit dem Fisch, hätten wir den tatsächlich verloren. Ja. Aber Herzteile, wenn man die einmal aufgesammelt hat, sind sie aus dem Spiel raus. Das heißt, dann hat man sie einfach. Ob man dann danach noch stirbt oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Aber bei Gegenständen ist es dann anders. Da muss man das eventuell ganz von vorne wieder machen, alles. Ne? So, und das zweite Herzteil befindet sich hier links in der Mitte eigentlich mehr. Ich glaube, das ist die letzte Meerjungfrau vor dem Herzteil. Es gibt da noch eine Höhle, aber das ist dann Täuschung. Das ist dann ein Piranha. Da ist es. So, damit haben wir beide Herzteile hier in diesem Level. Und brauchen jetzt bloß noch den Fisch. Und der befindet sich auch ganz in der Nähe eigentlich. Eigentlich hier südlich von uns jetzt. So. Und hier, dort steigen so Luftblasen aus, wie man vielleicht sieht. Und da ist so eine Strömung. Die würde uns jetzt hier an die Wand klatschen. Das heißt, man sollte am besten abwarten, bis sie vorbeigegangen ist. Das kostet einen keine Luftblasen dann. Und hier ist nochmal so eine Stelle. Und ich renne natürlich sofort rein. Um das zu demonstrieren natürlich nur. So. Es bläst und weg ist es. Gut. Und... Hier befindet sich unser Kollege. Und den. Wir müssen das Glas gar nicht auswählen, das Fischglas. Das macht Merlin nämlich schon ganz automatisch. So. Aber jetzt dürfen wir auch nicht mehr sterben, weil sonst. Verlieren wir den Fisch wieder. Müssen wir ganz dahin zu ihm hinlaufen. Er befindet sich eigentlich unten links. Man muss sich nur unten links lang laufen. Wenn wir jetzt einfach hier nach rechts laufen. Das sind überall, das sind alles Piranhas hier. Und natürlich diese beiden Experten wieder. Dann sind wir beim Ausgang und sind dann eigentlich, so gesehen, damit durch mit diesem Abschnitt. Lass mich kurz überlegen. War da nicht... Ja, wir müssten... Nee, Quatsch. Alles klar. Macht Sinn. Vergesst, was ich gesagt habe. Oder angedeutet habe, besser gesagt. Wir schweben zurück. Machen uns auf den Weg zu Casolari, der ja seinen Goldfisch vermisst hat. Oder einfach nur einen haben wollte. Je nachdem. So. Au, 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 au. Ah. Werde ich auf der Leiter verwundet? Irgendwie nicht. Mir soll es recht sein. So, auf nach Pindale. Ah. Wir sind wieder zurück im Startgebiet. Ich mag das Blinken der Herzen nicht, deshalb trinke ich jetzt ein bisschen was. Wir werden sowieso gleich unsere drei Gläser brauchen. Das ist tatsächlich der Punkt, wo man dann drei Gläser auf jeden Fall braucht. Ja. Wo ich gerade dabei bin. So, das graue Wasser haben wir schon. Können wir uns gleich auch das Glückswasser besorgen. Das brauchen wir auch. Wir brauchen von allen drei Wassern brauchen wir das jetzt bald. So. Regenbogenwasser. Das sieht am schönsten aus. Das nützlichste Wasser, oder gut, mit dem Unverwundbarkeitstrank zusammen, ist grau, aber das nutzloseste, das Regenbogenwasser, das nur ein Herz auffüllt, ist natürlich dann hier am schönsten anzusehen eigentlich. So. Durch euch muss ich durch. Und dann müssen wir das noch von hier unserer Fee-Freundin besorgen, das Wasser dort, das blaue Unverwundbarkeitswasser. Ja.
wir erstmal dahin. Das haben wir das schon erledigt. Diesen schönen kleinen Baumstamm. So. Wo ist denn mein Glas da? Gut. Und dann haben wir alle drei verschiedenen Sorten Flüssigkeit. 1, 2, 3. Ja. Und einen lustigen kleinen Derpy-Goldfisch im Glas. Für Casolari. Gehen wir zu ihm hin. Reisen wir nach Pindale. Oder Pindale, besser gesagt. Pindale. Pindale. Pinien-Tal. Sind das Pinien? Ich gehe davon einfach mal so aus. Man kann übrigens hier das Haus bombardieren, aber es kommt keiner raus. So, wer sich das gefragt hat, ob man irgendwie nochmal mit Stern reden kann. Nö. Er hat die Türen verbarrikadiert. Und ja, kommt lange, lange Zeit nicht raus. Nee. Er muss sogar rausgezerrt werden. Ja. So, immer noch nicht relevant für uns das Tor und das andere Zeug. Dafür kriegt Casolari endlich seinen Goldfisch. Und er ist so glücklich, dass er gleich reinrennt und schraubt und tut. Und jetzt kriegen wir endlich eine Belohnung, nämlich die Sprungfeder. Und irgendwie sieht es aus, als hätte Merlin jetzt, würde er in beide Richtungen nach links und nach rechts gleichzeitig gucken. Sieht ziemlich deppert aus. Naja, fällt mir ganz auf. Tja, und das ist auch wieder eigentlich nur ein Schlüssel, der uns dann nämlich über den Abgrund bringen wird, wo wir den blauen Kristall gefunden haben, in dieser lustigen kleinen Höhle am Ende des Wasserlevels. Und also ist das unsere nächste Anlaufstelle. Also müssen wir wieder dahin zurück. Es gibt hier ziemlich viele Laufwege, ja. Wem es noch nicht aufgefallen ist, ja. Bestätigung, ja. Laufwege, hin und zurück, ja. Gut ist der beraten, der schon weiß, wie es geht. Oder wo man lang muss. Aber das gilt ja für alles. Wieder in Sterns Mine. Und sicher durchgekommen. Und sie haben auch keine Axt diesmal geworfen. Diesmal waren sie sehr, sehr freundlich, muss ich sagen. So, Luftblase wählen. Da. So, die können sich da lustig wegbomben. Während wir uns auf den Weg machen. Luftblase aktiviert. Einmal Luft getankt. Fresh Air. Ich hoffe, dass sie frisch ist, aber... Hey, sie ist direkt aus dem Wasser gefiltert, da wo die Fische urinieren und ja, alles andere machen. Also von daher, pff, hey, man sollte vielleicht nicht wählerisch sein in dieser Beziehung. Und es ist ja durch die Kiemen der Meerjungfrauen gefiltert, denke ich mal. Also sollten wir uns da nicht so anstellen. Oh, da ist er, hi. Ja, hallo, guten Tag. Aber geschickt umgangen. Gewieft, gewieft, muss ich sagen. Ein bisschen Eigenlob. So, und hier nach oben geschwebt. Mal gucken, ob der Zwerg noch da ist. Natürlich. Er hat uns aber noch nicht entdeckt. Oder doch? Okay. Und er droppt ein Kleeblatt. Hey, wir haben jetzt 3 Stück. Toll. Nicht, dass wir sie brauchen, aber hey. So, und jetzt. Was machen wir mit dem... mit der Sprungfeder? Springen. Natürlich. Und jetzt kriegen wir tatsächlich auch wieder von der Herrin des Sees ein Passwort. Ein nächster Abschnitt ist geschafft. Tja. Wir müssen das Wegsymbol aufsammeln. Denn das wird jetzt relevant. So, und das hier ist tatsächlich... Ja, die Behausung der Zwerge. Deshalb kamen sie ja da rausgedackelt. Hier hausen die Zwerge eigentlich. Nicht, dass wir hier Zwerge treffen würden. Natürlich nicht. Wieso auch? Aber ja. Und das ist eine ziemlich verrätselte Gegend, die jetzt kommt. Wem die Rätsel bisher nicht rätselhaft genug waren, der kommt hier dann auf seine Kosten. Es ist quasi ein bisschen Sokoban, aber auch hier ist ein Rätsel. Und ja, wer sich erinnert, warum ich dann hier Wasser eingefüllt habe in die Gläser, das ist der Grund, denn einerseits müssen wir Wasser vom Regenbogensee einfüllen. Das ist das Bunte.
noch nicht falsch machen, sonst muss ich ganz wieder zurücklaufen und das Ganze normal machen. Wenn man den Bildschirm übrigens verlässt und wieder reingeht, dann ist es übrigens auch weg. Also man soll das schon alles in einem Rutsch machen. Danach ist es aber gut. Also das Feuer, das verwundet uns. Da kommen wir nicht weiter. So, jetzt überlegen. Das blaue Wasser. Das Unverwundbarkeitswasser war bei der Fee am See. Das muss dann hier rein. So. Komischerweise ist es beides blau hier. Und das Rest, das letzte ist vom Quellwasser in die Mitte. Wird abgezogen und das Feuer ist erloschen. Ja, und jetzt beginnt der Lava-Bereich. Und da oben ist tatsächlich ein Herzteil, das Herzteil dieses Levels. Man kommt da eigentlich ganz einfach ran. Muss man mal hier diesen Block hier wegschieben. So, ganz geschickt. Muskulöser Merlin haut also weg. Das ist interessant, dass Merlin eigentlich ja immer so ein schmächtiger Zauberer sein soll. Und hier ist er muskulös wie Herkules. Und hier an dieser Stelle kann man tatsächlich den Ballon auch noch einmal einsetzen. Muss natürlich ganz nah dran stehen. Jetzt funktioniert es wieder nicht. Das kann verwirrend sein. Und dann kriegt man es. Tja. Und das ist das Herzteil hier an dieser Ecke. Und mehr gibt es ja auch nicht. Dann haben wir jetzt 12 Herzen insgesamt. Tja. Und runter kommen wir komischerweise nicht. Also ich hatte ein Problem damit. Und, oh, nee, okay, alles klar. Vergesst, was ich gesagt habe. Merlin kann sich auch so runterwerfen. Ansonsten hätte ich nämlich jetzt hier das Wegesymbol eingesetzt. Das teleportiert uns nämlich immer an, ja, den Anfang zurück oder aber an eine Stelle, wo wir schon mal waren. Das seht ihr gleich. Wenn wir jetzt nämlich hier den Weg freischieben. Nee, das geht nicht. Das war schon irgendwie schon falsch. Also das Level wieder auf Anfang setzen. Dann werden die ganzen Blöcke hier wieder auf Startposition zurückgeschoben. Und wir können es nochmal probieren. So, hier können wir tatsächlich lang. Also das ist nicht blockiert oder so, nur weil es schwarz ist und man den Pfad nicht sehen kann. Das ist ein bisschen hinterhältig, wie ich finde. Man denkt, hier ist über Lava, aber das ist es gar nicht. Und man kann auch so dagegen laufen. Die Lava funktioniert eigentlich nur wie eine Blockade. Ganz klassisch und macht sonst nichts. So, und hier ist nämlich nochmal ein Riesenwegesymbol. Das hat nämlich auch seine Bedeutung. Gehen wir dann nämlich drüber und setzen jetzt das Wegesymbol ein, werden wir hierhin zurück teleportiert. Tja. So, und hier ist irgendwie so ein Schalter, der uns die Türen aufmacht. Stimmt, da geht's noch nicht lang. Könnten da lang. Eigentlich braucht das noch nicht. Wir müssen eher dieses Rätsel hier erstmal lösen. Das ist wichtiger. Und ja. Mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Als erstes müssen diese drei Punkte hier oben hier vollgeschoben werden. Ich weiß nicht, warum das gerade so ruckelt. Ups, das war zu weit. Einmal verschoben, dann wäre es alles hinüber. Hopp. Und hopp. So. Und den auch noch. Und nach oben. Links und nochmal nach oben. So, die erste Reihe haben wir fertig. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt hier weiter? Tja. Das ist eigentlich ganz einfach. Man schiebt das Ding hier nach oben. Dann das hier nach links. Und dann hat man hier einen Pfad geschaffen, sodass man sie alle hier schieben kann. Aber nicht einen weiter schieben, weil sonst kriegt man das Ding dann nicht mehr weg. Jetzt muss man den ganzen Weg hier zurücklaufen erstmal, damit man eine bessere Ausgangsposition wieder hat. Wenn ich das jetzt einen weiter geschoben wäre, hier quasi wäre das hier gewesen und dann hätte ich es nicht mehr schieben können. Also nicht mehr so, wie ich es gerne hätte, oder? Hätte ich es nach da schieben müssen, aber das hier kann man drüber laufen, aber da kann man die Steine nicht drauf schieben. Von da dann. Aber will ich jetzt auch nicht ausprobieren. Ist auch nicht so wichtig, auf jeden Fall geht's dann so. Und ich glaube, es wäre am besten, wenn ich als erstes hier die linke Reihe fertig mache. So. Und dann müssen wir bloß noch die anderen da reinschieben. Diesen schieben wir auch noch genau so da lang. Habe ich da jetzt einen Fehler gemacht? Sehen wir gleich. Soweit denke ich nicht im Voraus. Das sind nicht so meine Rätsel. Das ist eigentlich auch das Schwierigste im ganzen Level. Die anderen sind nicht so schwer. Es gibt eigentlich nur noch eins gibt's noch, ja. Nee, zwei. Okay. Nee, drei. Drei, sagen wir drei. Ja.
Aber die sind um einiges leichter als das hier. Das ist schon das Schwierigste. Also von daher. Echte Puzzle-Experten werden jetzt die Augen verdrehen und sagen, meine Güte, ich hätte das doch ganz anders gemacht. Aber ich bin ja kein Puzzle-Experte. Das muss ich dazu sagen. Ich bin ehrlich, das ist so. Da knallen bei mir irgendwann die Sicherungen durch. Nein, so schlimm ist auch nicht. Irgendwann findet man das ja schon raus. Aber ja, man muss ja immer erstmal einen Anfang finden, sozusagen. Und dann das Schlimmste ist ja, wenn das so kompliziert wird, dass man ganz weit gekommen ist eigentlich so, aber dann stellt man immer fest, mein Gott, das ist ganz, das passt überhaupt nicht, was ich hier mache. Wobei es lange Zeit so aussah und dann ist quasi alles umsonst gewesen, was man gemacht hat, weil man von vorne anfangen muss. Aber man hat hier, man ist nicht umsonst gewesen, man hat ein Stück weit gelernt und macht es nicht nochmal, aber für mir fehlt dann so ein bisschen die Motivation und ich sage mir dann, so wichtig ist es dann auch nicht. Ja. So, hier ist das Tor jetzt aufgegangen. Das heißt, wir könnten hier das hier nach unten schieben, wenn da der Block nicht blockieren würde. Und wie man hier sieht, ich kann diesen Block nicht auf das Feld dort schieben. Das ist einfach dieser Teppich, wie ich ihn nenne. So, und hier ist noch ein kleines Rätsel, das ist allerdings ziemlich einfach. Je nachdem. Hier, da ist zwar so ein Fels im Weg, wie man sieht. Allerdings kann man an dem so vorbeilaufen. Kein Problem. So, und gut, dass das Tor weg ist, denn jetzt können wir nämlich diesen da hinschieben und jetzt von oben sozusagen den nach unten schieben. Genau. Das merkt sich das Spiel auch. Es sei denn, wir würden jetzt resetten mit der Y-Taste, was wir aber nicht machen werden. Denn es läuft ja gut. Warum sollte man etwas Gutes kaputt machen? Unnötig. Und finden hier dann, ja, einen Speicherpunkt sozusagen, auf den man sich zurückteleportieren kann. Vollkommen nutzlos, weil hier hinter ist eigentlich nur noch das grüne Juwel. Tja, und das war's dann. So. Gut. Jetzt heißt es noch, jetzt heißt es eigentlich, wir könnten andere Rätsel auch schon lösen, allerdings braucht das noch nicht. Denn wir müssen sowieso, um weiterzukommen in diesem Level, jetzt hier das grüne Juwel in dem See umsetzen, also da reinschmeißen. Und dazu heißt es wieder, ab ins Wasser. Vorbei an den Zwergen, an denen will ich einfach vorbeirennen. Wow, oh, oh, ich bin direkt reingesprungen. Das, okay, dafür konnte ich jetzt aber nichts. Das muss man mir echt mal zugestehen. So, wo ist denn jetzt hier meine Luftblase? Da. So. Gut, gerade noch rechtzeitig. Wow. Anemonen, gefährlich. Unverwundbare Gegner. So, Knutsch. Er muss ziemlich häufig durch dieses Wasserlevel. Es ist zwar schön, aber meine Güte, man muss oft da durch. So, und raus hier. Jawohl. Da zerplatzt die Seifenblase. Jetzt müssen wir bloß noch aus der Mine raus. Und dann haben wir es gleich. Autsch, 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 autsch. Nichts läuft hier mit. Wow, 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 wow. Ich werde ordentlich bombardiert, aber es hat uns nicht wehgetan, tatsächlich. Auf der Leiter ist man unverwundbar. Yeah. I have the high ground. So. Dann gehen wir noch eben zum Glückssee. Und dann ist es auch, ist das für heute auch mal wieder gewesen. Wir können uns aber heilen, das können wir auch noch schnell machen. Nicht, dass wir es. Oh, ein bisschen brauchen wir es. So, auffüllen. Lebensenergie haben wir alles. Jetzt haben wir drei Gläser voll mit dem super leckeren Quellwasser gefüllt. Feenstaub. Zack. Und das grüne Juwel reingeworfen. Jetzt mal direkt von der Stelle, wo es dann materialisiert. Ich glaube, hier. Dann nehmen wir es nämlich sofort auf. Oh, der sechste Ring. Ah, nee, knapp verpasst. Schade. Währenddessen, okay, es gibt noch eine Animation.
mal wieder an derselben Stelle. Und der Zwerg merkt, dass sein Kollege weg ist. Jetzt sind hier zwei auf einmal. Ha. Upgrade. Jetzt müssen wir es mit zwei aufnehmen. Und wir haben einen Handspiegel gefunden. Und dieser Handspiegel ist ziemlich gut. Den brauchen wir auch wirklich, um weiterzukommen. Dieser Handspiegel hat eine besondere Fähigkeit. Was das ist, sehen wir dann allerdings erst im nächsten Video, wenn es wieder heißt Let's Play Young Merlin. Und ja, ich bin GBF Akademeister und sage bis zum nächsten Mal. Adios.